Und damit herzlich willkommen zu Korrekt oder Weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Baser. Ja! Und Schauspiel-Superstar Florian David Fitz. Ja! Und Moderationsgott Benjamin Bernd Wolter. Was da applaudiert man nicht? Ah, doch, der ist schon Applaus zugewöhnt. Bevor es losgeht. Das war ein sehr dünner Applaus gerade. Ich muss sehr verwöhnt werden. Bevor es losgeht, gibt es den Kommentar des Tages unter der Folge mit Paul Ripke. Und ich habe zum Spoilern, das kürze noch einen Kommentar an, der vielleicht intern vom Team geschrieben wurde. Ich lese einfach mal vor. Ey, ich bin 2022 auf Lok Wildcard beim Quiz mit Tisch gewesen. Extra angereist vom Bodensee. Total drauf gefreut. Aber was soll ich sagen? Dennis und Benny haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Team super arrogant. Der Mops von dem kleinen Typen wollte mich beißen. Fotograf und den andauernd übelst Zeitei gemacht. Getränke waren pisswarm. Red Bull war abgelaufen. Kann Red Bull ablaufen? Monster Energy hatten sie nicht. Catering auch nicht vorhanden. Wahrscheinlich wegen Mäuseplage. Lol. An alle zukünftigen Kandidaten. Unverschämtheit, Finger weg. 1 von 5 Sternen. Gerne wieder. Ja, großer Applaus. Ich hab da so das Gefühl. Aber wie gefällt es dir bisher hier? Ganz gut, oder? Großartig, ich hab den Mops noch nicht gesehen. Okay, ja, der ist hier auch. Ist er doch. Baser, bist du schlau? Bisschen. Los geht's! Was fällt laut Sprichwort da, wo gehobelt wird? Späne! Was ist laut Sprichwort aller Anfang? Schwer! Was ist aller Anfang? Aller Anfang ist schwer. Ach so, ich dachte, das kommt das davor. Nein. Das Glück ist so, aller Anfang. Ah, okay, oder was ist schwer? Oh Mann, ihr habt die falsch rumgestellt. Die Stern-TV so verwirrt gestern. Das riecht ja furchtbar. Dann durch, genau. Darf ich aber weitermachen hier oder das weitergeben? Du hast ein Leben verloren, du machst mir gleich weiter. Einen kurzen Promotalk zu dir, Dennis hat ein paar Fragen. Du hast mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Grimme-Preis. Wie ist das, Preise zu gewinnen für dich? Ist das für dich Alltag oder sagst du, Mensch, danke dafür einfach nur? B. Hast du einen besonderen Lieblingspreis, der am tollsten aussieht oder so, sich am schönsten macht im Bucherregal? Ich glaube, der tollste war so 70er-Jahre-mäßig ist der Grimme-Preis. Allerdings auch sehr fragil. Darf ich den Grimme-Preis auch verkaufen, wenn ich will? Das ist mein Eigentum? Das ist dein Eigentum, du darfst alles machen damit, was du willst. Was die Leute am meisten immer anfassen, komischerweise, also da steht wirklich dann die Lola, was für mich das Tollste ist, ja, weil es irgendwie der Deutsche Filmpreis ist, aber wo alle immer hinrennen, ist der Bambi. Alle wollen immer einen Bambi. Was macht laut Sprichwort Übung? Übung macht den Meister. Meister! Und was sollte laut Sprichwort derjenige nicht tun, der im Glashaus sitzt? Mit Stein werfen? Sauer! Gegen welches Team bestritt die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel nach der Freistellung von Trainer Hansi Flick? Frankreich. Wer bildete neben Hannes Wolf und Sandro Wagner das Trainerteam bei diesem Spiel? Jogi Löw oder Rudi Völler? Völler! Im Jahr 2003 kam es zum legendären Wutinterview zwischen Völler und Waldemar Hartmann. Was und wie viel davon warf Völler Hartmann vor, getrunken zu haben? 2 Weizen. Ich hätte auch gesagt 2 Weizen. 2 Weizen? 3 Weizenbier. Mann! Baser, du kommst aus Berlin, bist 23 Jahre jung. Und wie lebt es sich so in der Hauptstadt? Super. Ist das toll da? Bist du auch geborene Berlinerin? Ja. Oder warst du in einer Stadt vorher? Kleinstadt? Nee. Immer Berlinerin. Du studierst Arbeitslehre und Deutsch auf Lehramt. Mhm. Wir haben total viele Lehrerinnen hier oder zukünftige Lehrkräfte. Was reizt dich an dem Job? Ich weiß nicht, also ich habe schon immer gerne einfach Leuten was beigebracht. Mhm. Meinen Geschwister, meinen Cousin. Kannst du bei ihm gleich weitermachen, der ist auch ziemlich... Perfekt. Aber hast du nicht Angst, dass du mal so eine Horrorklasse erwischt? Nee. Ist doch auch so ein Anreiz. Alles lähmt. Und was ist, wenn Florian und ich jetzt so in der letzten Reihe wären und so voll laut wären? Mach mal so. Direkt raus, unter Feuerlöscher. Genau, richtig, klar. Raus, rein, neuer Shot muss sein. Welchen Alkoholgehalt hat ein Weizenbier typischerweise? 5,5% oder 7,5%? 5,5. Stark! Wie nennt man Personen, die Eingänge bewachen und dafür sorgen, dass unerwünschte Personen keinen Zugang erhalten? Türsteher?
Security? Security hat auch passt wahrscheinlich. Welcher Berliner Techno-Club soll angeblich die härtesten Türsteher und Einlasskontrollen der Welt haben? Das ist Berghain. Welchem berühmten Rapper wurde vor kurzem der Einlass zum Berghain verwehrt? Eminem oder Macklemore? Macklemore. Eminem ist nämlich tot. Mit wem zusammen bildete Macklemore ein Duo? Ryan Gosling oder Ryan Lewis? Ryan Lewis. Stark! Wer ist laut YouTube-Viral-Hit Samstag bei der fetten Party neben Fabio und Patrick auch dabei? Uwe? Was? Fuck you, das ist für mich chinesisch. Was heißt Tagebuch auf Englisch? Diary. Wie hieß die RTL-Serie über das Liebesleben der jungen Ärztin Gretchen Hase, gespielt von Diana Amft? Doctor's Diary. Sehr gerne Doctor's Diary genannt bei uns immer. Wie heißt das Netflix-Format richtig? Cold as Ice oder Too Hot to Handle? Too Hot to Handle. Wie heißt der aktuelle Präsident der Ukraine? Wladimir Zelensky. Welchen Beruf hatte Zelensky unter anderem vor seiner politischen Laufbahn? Komiker oder Physiker? Ah, okay, Komiker. Bei welchem Fahrgeschäft auf der Wiesn kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Wagen gegeneinander gekracht sind? Im Höllenblitz. Du weißt den Namen? Na klar, natürlich. Wie lautet der Vorname des ehemaligen deutschen Nationalspielers Özil? Mesut. Er heißt Lars. Um was für Fahrzeuge handelt es sich bei einem Café Racer, Tourer, Cruiser und Chopper? Motorräder? Doch, mein Gott! Wer führte Regie bei Filmen wie Der Patriot, The Day After Tomorrow und Independence Day? Emmerich. Jo, wir fahren auch drin, ja. Wie heißen die beiden Zwillinge in der neuen The Voice of Germany Jury? Tom und Bill Kaulitz. So. Welcher Hamburger Rapper heißt bürgerlich Christopher Jonas Klaus? Keine Ahnung. Jesus. Ah. Du hast dich mit einem ganz besonderen Zitat bei uns beworben, das lese ich einfach mal vor. Und ich hoffe, dass es auch richtig ist, damit ich mich hier nicht blamiere. Ich trage ein Kopftuch, ihr könnt mich ein bisschen für die Quote ausnutzen. Das macht Funk ganz gerne, in die Sendung katapultiert. Und du hast erzählt, dass Angela Merkel dir mal zugeschaut hat, während du in einem Fahrsimulator-Auto gesessen hast. Genau. Wie ist das passiert? Das war an so einem Girls' Day, das war so eine Veranstaltung, und da war sie dabei. Und dann habe ich da gefahren, auf den ersten Platz bekommen, und sie war da. Und wow, das ganz toll. Und war sie nett? Freundlich? Ja, ganz sympathisch. Ganz zarte Hände wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Sie ist so klein, ne? Sie ist winzig. Du bist Münchner Gebürtiger. Oh und Gott. Sag mal, jetzt einmal. Du bist ab und zu auf der Wiesn anzutreffen. Ich habe ein paar Fotos dafür im Internet gefunden, oder? Manchmal? Früher dieses vielleicht? Dieses Jahr war ich noch gar nicht. Ja. Die läuft ja gerade an mir vorbei. Wie viel Partylöwe steckt noch in dir? Null, leider. Es ist auch nicht mehr, weißt du, du möchtest nicht wie Roberto Blanco mit der fünften Masse im Gesicht irgendwie eine Kamera im Gesicht haben. Obwohl? Ein bisschen Spaß muss sein. Nino, der Angelo war auch da. Es ist so bedingt lustig, wieso, sich zu betrinken, wenn alle gucken. Der Gag bei der Wiesn ist ja, dass du unter den Leuten bist. Und ja, wenn du aber irgendwie quasi ein Spotlight auf dir hast, dann ist der Gag weg. Boah, Mann. In welcher Stadt spielt die Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Berlin. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten wird von Fans gerne mal GZSZ abgekürzt. Handelt es sich bei GZSZ um ein Synonym oder ein Akronym? Akronym. Hätte ich auch gewusst. Wie nennt man die Gesamtheit aller Knochen im menschlichen Körper? Skelett. Ja! Mega so. Ich weiß es. Knochensack. Besitzt der Mensch ein Endoskelett oder ein Exoskelett? Endoskelett? Ja, super. Wie lautet der vollständige Name des dritten Der Herr der Ringe-Films? Die Rückkehr des Todes. Keine Ahnung, des Prinzen. König? Ach, keine Ahnung. Bist du ein Fan von Herr der Ringe? Ja.
Ja, ich fand die toll. Ich hab dann ein großes Problem mit dem Vogel. Ja, das war auch mal meine Reaktion. Ich habe mich da nie für begeistern können, leider. Nee, hast du die Bücher Team gesehen? Harry Potter bin ich. Ja, ich ja auch. Aber das schließt sich ja nicht aus. Ach so. Apropos geile, magische, lange Filme. Du hast auch einen neuen Film, der jetzt in Kinos läuft. Seit dem 28. September, Wochenendrebellen. Großen Applaus. Ich will meinen Lieblingsverein. Okay, ich fahre am Wochenende mit dir ins Stadion. Wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren. In Ordnung. Abgemacht. Erste, zweite und dritte Liga. Das sind 56 Vereine. Die schauen wir uns alle zusammen an. 56. Du hast es versprochen. Worum geht's? Witzigerweise geht's um Fußball. Dein großes Hobby Fußball. Mein großes Hobby und meine große Expertise. Ja. Wie kannst du in München sein und kein Fußballfan? Ist er 60er oder mit Bayern? Ja, das weißt du, gell? Früher war das noch so. Mittlerweile, glaube ich, sagt keiner mehr 60. Du bist kein Fußballfan? Also kennst du die Regeln? Ich kenne die, also sie sind jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, die Regeln, aber jetzt, sobald es in die Feinheiten geht. Welche Spieler nenne zum Beispiel? Marc-André Ter Stegen. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nie gehört? Nein. Wirklich? Und wisst ihr, was die geilste Pointe ist? Ich sag das ja in jedem Interview, dass ich keine Ahnung habe. Und wir waren auch beim DFB und sollten dann mit Trainern und so weiter reden. Just an dem Tag, wo Hansi Flick rausgeflogen ist. Also wirklich in der Sekunde, wo Hansi Flick rausgeflogen ist, waren wir mehr oder weniger da. Und jetzt ist die Pointe, dass gestern der Anruf vom DFB kam. Du sollst machen. Ob ich, die Erfolgschancen wären wahrscheinlich ähnlich, dass ich Markenbotschafter für die EM sein soll. Ich so, hä? Ich sag in jedem Interview, dass ich keine Ahnung davon habe. Vielleicht ist das mein Geheimnis. Ja, weiter! Achso, bei mir geht's weiter. Wer sang 1997 sinngemäß Hier kommen die Männer in Schwarz? Will Smith. Von welcher Band stammen Hits wie Separate Ways, Wheel in the Sky und Don't Stop Believing? Queen. Journey. Wer ist Journey? Ich kenne nur Don't Stop Believing. Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe irgendwo in einem Ei. Kennst du wirklich nicht? Kennst du nicht den Journey? Journey, nie gehört. Ah, kennst du auch Journey, oder? Nein. Danke. Don't Danke, Stop Besser. Believing. Nee. No. Du hast Queen gesagt. Ja. Jetzt tust du so, als wärst du hier der Experte. Oh, ist ja schlimm, das ist räudig. Das schmeckt lecker. Dieser sehr fadenscheinige Pullover ist sehr, sehr warm. Ich werde ihn bald ausziehen. Hey. Die 1000 Euro nur ein bisschen gelohnt, ne? Weißt du was, ist es Sarah. Es gibt noch H&M, Bershka, C&A, Gary Weber, Weingarten. Genau. Wofür stehen die beiden M's in M&M's? Maas und Murray oder Müller und Meier? Maas, das Erste. Maas und der Dings. Welches menschliche Organ produziert Insulin? Die Milz oder die Bauchspeicheldrüse? Die Bauchspeicheldrüse. Die Magnetresonanztomographie ist ein bildgebendes Verfahren, das vor allem in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird. Wie wird es abgekürzt? MRT. Oh, unser Dorf hier. Sehr, sehr schwer. Welches Land hat die insgesamt längste Küste, also die meiste Landfläche, die ans Meer grenzt? Teneriffa! Spanien, Kanada. Ach, Scheiße! Ja, es sollte jetzt. Kegel rausgekegelt, genau. Geografiefrage. Okay. Drinki. Verabschiede dich von deinen Fans in deine Kamera. Bis später, liebe Freunde. Wir sehen uns in der Tropfsteinhöhle. Geht es raus? Ist das schlimm. Weiter. Wie, das geht weiter, bis einer übrig bleibt, oder was? Zwei übrig bleiben, dann gibt's Finale. Erkläre ich damit so. Dann gibt's ein Finale auch noch! Ja. Entspricht ein Lichtjahr knapp 9,5 oder 10,5 Billionen Kilometern? 9,5. Oh, alles, Mann, du weißt alles! Welches lateinamerikanische Land heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie reiche Küste? San Marino. Costa Rica. Das hätte man wissen können. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du gerade im Fahrsimulator sitzt? Oder? Ich singe gerne, lese gerne. Ah, was singst du gerne? Welchen Genre finden wir uns? Naja, so. Panik! Pop, Balladen, so Adele-mäßig. Ah, sowas. Gut, hätte ich auch ganz gern. So, du bist nackig, ich fast nackig. Nee. Du musst doch wieder was trinken. Wird bei der Pneumatik mit Druckluft oder Flüssigkeiten gearbeitet? Druckluft. Ach Gott! In welchem Jahr erklärten sich die USA für unabhängig? 1776 oder 1876?
1876? Nein! Ei, 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 ei. Das ist echt. So, ich möchte Lehrerin werden. Offensichtlich nicht geschickt. Ja. Und der nächste. Oh, na, 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 someone like you. I drink nothing. Lecker. Wird nicht leckerer, oder? Ja. Probo wird nicht leckerer. Florian, du wirst leckerer. Du bist auch in der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die verdammte Show? Dafür gibt es mir einen riesen Applaus. Du hast eine Medienpräsenz, wirklich Hammer. Wie war es für dich, da bei so einer Produktion mal teil zu sein, bei so einer Hammerproduktion, so einer Game-Show? Es macht riesig Spaß, aber wie ihr schon seht, die ganzen Pop-Fragen sind nicht so mein Metier. Ah, schon ein bisschen gespoilert. Da okay. Kommen wir vor wie Mario Adorf, der irgendwie seit der 1918 seinen Fernseher rausgeschmissen hat. Grüße bitte, Mario. Mario, hallo. Das ernst, ernst gemeinte Frage. TikTok hat er dafür. Lebt er noch? Ja, hallo. Nee, ich habe ihn so in Erinnerung, als der hat doch schon, der war doch schon 1980. Tot? Ist für dich einfach ein jeder tot? Nein. Gut. Ja, Alter. Was ist die meistgesprochene Sprache in Indien? Indisch? Hindi. Ich hätte jetzt Hindu gesagt. Und sag dann, bist du jetzt endlich mal raus? Halleluja! Ich habe auch wegen, hast hängen lassen, deswegen war ich im Kopf noch genau in diesem Gag. Die anderen sind mir wieder schuld. Ich hab gar nichts gehört. Dann machen wir mal. Liebe Freunde, ich bin raus. Das heißt aber nicht, dass ihr abschalten müsst, denn Florian David Fields und Baser sind jetzt im großen Finale. Spielen 3,5 Stunden lang. Entweder oder! Ich bin eine Insel. Sylt. Ja. Berlin. Nein. Ah, das geht mal weiter. Ah, jetzt check ich. Mallorca. Ja. Madeira. Ja. Australien. Nein. Kreta. Ja. Fuerteventura. Ja. Manhattan. Nein. Nein, Lara! Und damit gewinnt Florian David Fields. Korrekt oder weg das? Mit Tisch. Mit Applaus. Doch bevor du die große goldene Tischplatte berühren darfst, wird Baser erstmal hier ihren Shot trinken müssen. Lecker. Riesen Applaus. Das Herr der Ringe ziehen wird hier abgespielt, genau. Deine Worte zu deinen Fans, zu deinen Supportern? Alle, die mich unterstützt haben, mein OnlyFans-Account ist. Natürlich alles verlinkt. Natürlich, klar. Wir gehen in die goldene Endcard. Oben gibt's ein Video von Cinema Strikes Back. Das würde dich auch interessieren. 7 Filme mit einer guten Idee, aber schlechten Umsetzung. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg? Das Quiz mit Tisch. Ciao, Freunde!